Liebe Lernerinnen und Lerner, schlappe 31.536.000 Sekunden ist es her, da zitterten zwei Menschen da hinten hinter dem Vorhang her. Diese Zahl ergibt 365 Tage, also ein ganzes Jahr. Da wurde der Kindheitstraum meiner Prinzessin endlich wahr. Diese 8.760 Stunden haben wir mit einer wirklich tollen Zeit verbunden. Die 525.600 Minuten waren einfach toll und ich als Prinz war hier und da manchmal auch ganz schön. Ja, ja, meine Freunde, das lassen wir jetzt mal. Internas bleiben intern, du hast keine Wahl. Mein Prinz, schon damals bemerkte jeder deinen IT-Beruf, denn ihr alle erinnert euch, als er aus der Session die Session schuf. Aber auch ich war damals sowas von nervös. Hinten auf dem Wagen, oh wei, das war ganz schön blöd. Ich wäre auf der Bühne mit Guido lieber in den Spagat gesprungen, doch das hätte ihn sicherlich zu einer ziemlich hohen Stimme gezwungen. Als Gardemaus, doch ich dachte damals nur, oh Gott, hol mich hier raus. Ja, Prinzessin, hättest du dir dann so, Prinzessin, hättest du dir zum damaligen Zeitpunkt schon gedacht, ruckzuck hatten wir den dritten Platz zum Prinzenpaar des Jahres gemacht. Letztes Jahr, da waren Höhner und Co. für mich noch große Fremdworte. Doch in der Regentenzeit sang und tanzte ich an so manchen Orten. Noch vor ein paar Jahren gehörte ich zur Antikarnevalisten-Fraktion und in diesem Jahr wurde ich für euch zur küssenden Prinzen-Attraktion. Apropos Küssen, ihr lieben und hübschen Frauen im Saal, ich hab's genossen und stehe euch auch weiterhin zur Wahl. Mit den Küssen und den hübschen Frauen. Denk daran, du musst dich heute noch nach Hause trauen. Und wenn wir gerade beim Trauen sind, ihr wisst sicher schon, mein Prinz und ich, wir heirateten im September. Ja, und vor Hochzeit war unbeschreiblich und so wundervoll. Auch Caro Blau-Gold kam vorbei. Wir fanden es einfach toll. Vielen Dank euch allen. Ihr seid ein toller Verein. Schließen euch ganz fest in unsere Herzen herein. Ach Schmerz, mir wird bewusst, ich muss bald mein wunderschönes Kleid ablegen. Und du, mein Schatz, musst auch deinen geliebten und geliebten Zepter abgeben. Mein Sonnenschein, mein Zepter liegt da hinten. Mein Sonnenschein, sei nicht traurig, sondern freudig hier mit uns allen. Unsere Taten und Aussprüche füllten schließlich in diesem Jahr so einige Hallen. Und denkt auch an die vielen netten und hilfsbereiten Leute, die wir wollen heute ehren und erwähnen heute. Ich fange gleich mal an, mit wem soll ich wagen? Da fällt mir nur einer ein, und das ist der Hagen. Was uns fehlte, hatte er immer am Mann, hilft uns ständig, wo auch immer er kann. Sicher dachte er auch, der Prinz hat eine Macke, doch dafür habe ich sicherlich auch was in meiner Jacke. Ach ja, und ehrenwert ist auch unsere Löffelgabe. Euch gilt ebenso unser Dank, mindestens 1 Milliarde. Natürlich fehlen noch 2 ganz wichtige Personen. Die müssen wir heute ganz besonders
wohnen. Und da dürfen Kinder und ein paar. Ach, was sind wir so stolz. Wir alle vier, man merkt es wohl, sind aus dem gleichen Holz. Die Ausdauer der Eltern und vor allem der Freien. Wo sie auch waren, sie warfen immer lecker Naschereien. Oh ja, meine Prinzessin, da hast du recht. Ich erinnere mich genau. Die beiden waren dauerpräsent und dort kochten die Hütten zu Sau. Mit Bettina und Robert, dem lieben Stadtprinzenpaar, hatten wir auch ein paar schöne Stunden an der einen oder anderen Bar. Wie lange könnten wir weitere Lobeshymnen über Leute heute schwingen? Es reicht die Zeit nicht, doch einige muss ich noch hervorbringen. Die Exis, Martina und Bernd, die Familie Geilkirchen, ach, Rainer Glesius und viele mehr unterstützen uns ständig, auch bei über minus 10 Grad Celsius. Euch allen und auch den Zuschauern gilt unser Dank. Stoß mit uns an, das hält gesund und macht mich krank. Wegen der vielen Termine konnte trotzdem jeder den Schlag sehen in unserer Miene. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge legen wir am heutigen Tag unser Amt nieder. Doch keine Sorge, ihr lieben Leute hier im Saal, an der Farbe sehen wir uns alle wieder. Wir, die vielen Prinzenpaare des Saarlandes, der Sonnenkönig und das Freistern aus Schmelz, wünschen uns an so manchen kalten Tagen zusätzlich noch einen Held. Stimmt, meine Prinzessin, es war auch wirklich richtig kalt. Und manchmal dachten wir, auch 2 Grad weniger und wir wären das alles. Nur noch ein paar Augenblicke, dann ist es vorbei. Ich hab's kalt gemacht. Nur noch ein paar Augenblicke, dann ist es vorbei. Und wir wissen, im nächsten Winter brauchen wir zwei keiner abschneiden. Darum freut euch, ihr Leute, ihr alle mit uns im Saal, nicht mehr lange, dann seht ihr den nächsten Fünf-Karneval. Darum heben wir jetzt alle noch einmal das Glas und geben in der kommenden Session nochmal richtig Gas. Auf euch, auf Caro Blau-Gold, auf die neue Session, denkt alle daran, wir wollen der karnevalistischen Session. Dann laufen wir einmal mit viel Herz und Spaß in jedem Kopf. Auf die fahrenden Boden, ein Treibach, alle hopp, alle hopp, alle hopp! Ja.